Ich bin Barbara Günthardt, FDP-Stadträtin, Vorsteherin vom Departement Sicherheit und Umwelt. Und ja, was ist Kulturstadt Winterthur für mich? Winterthur ist die Kulturstadt, das Brooklyn von der Schweiz. Es fuselt und lebt. Und das ist Kultur. Das war schon bei unseren Gründervätern so gewesen. Die haben uns Museen, das Musikkollegium hinterlassen. Und heute geniessen wir lebendige Kultur, zum Beispiel an der Musikfestwoche und vielem, vielem mehr. An dieser Kulturveranstaltung trifft man dich. An welcher? An dieser. Aha. An der Musikfestwoche, in den Kulturort Weyertal, auch in Beizen, wo in so kulturell spannende Ambiente sind, an ganz vielen verschiedenen. Welches Kulturangebot fehlt in Winterthur? Ich kenne wahrscheinlich noch nicht alles. Es gibt unglaublich viel und ich bin immer noch am Entdecken. Warum sollen Kreativschaffende nicht nach Zürich abwandern? Weil Winterthur die besseren Rahmenbedingungen bietet. Wir sind das Brooklyn der Schweiz, da kann man noch, hat es noch günstigen Wohn- und Atelierraum. Man soll unbedingt hier zu Winterthur bleiben, weil Winterthur die Kreativstadt ist, wo wir das eben schon in den Genen haben. Wie trägt die Kultur zur Lebensqualität in Winterthur bei? Sehr, sehr fest. Es macht Spass mit dieser Kultur, die es überall hat, um die Ecke, in den Museen und auf der Gasse. Und ich glaube, sehr viele Leute kommen auch hier und fühlen sich wohl, weil wir eben eine so eine lebendige Kulturstadt sind. Schätzfrage: Wie viele Franken pro Besucher gibt die Stadt für das Musikkollegium aus? Da muss ich passen. Ist Nachtleben auch Kultur? Für mich selbstverständlich, das gehört zu der gelebten Kultur, dass man kann, jung oder alt am Abend noch im Ausgang gehen und auch Gastronomie, ein Bier und so weiter geniessen. Braucht Winterthur eine kommunale Rechtsgrundlage für die Kulturförderung? Wäre schade, wenn sie braucht, für das die Stadt Winterthur Kultur fördert. Aber wenn es dann nötig ist und nützt, wieso nicht? Warum ist das Label Kulturstadt wichtig für Winterthur? Weil Winterthur so eine Stadt ist, schon seit jeher.